Ja, ich hab's verkackt. Ich hätte den vorher verbessern sollen. So, die haben wir voll, die haben wir voll, okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach. Ich starte mal die Miningdom. Oh, ich brauche noch Point. Nee. Oh. Klack wollte ich noch. Dann haben wir erstmal den großen und den kleinen Reaktor dran. Und dann sollte es nicht ganz so schlimm werden. Okay. Dann starten wir den Bilder. Ja, also, das läuft jetzt und wird hoffentlich dann bis morgen laufen und dann kriegen wir hier noch mehr und. Also, dann würde ich sagen, mache ich jetzt Feierabend. Ich hoffe, dass ich morgen früher da bin. Da müsste ich auch nicht länger auf der Arbeit bleiben, wenn nicht wieder was schief läuft wie heute. Und sonst dann wieder um 18 Uhr dann. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen entspannten Abend noch, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und entspannten Abend euch noch. Genau. So.
Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Moin. Willkommen, willkommen, willkommen. So, heute stehen auch ein paar hoffentlich interessante Sachen an. hops. Ein bisschen Crafting, ein bisschen Building. Und dann mal gucken. So. Ich wollte jetzt mal gucken, dass ich hier die kompletten Chunks, die ich nutze, auch wirklich ausfülle. Oh.
So. Okay, dann habe ich jetzt die Kante gefunden. So, First Corner. Okay, ja, damit haben wir jetzt hier startet. Over. Okay. Das war nix. Wir können mal in die Mining Dimension gucken. Ich habe da ein bisschen übertrieben, glaube ich.
Okay. Habe ich den Fall schon angeklickt. Nerv nicht. So. Und wie sieht das hier unten aus? Ah. Oh, ich bin allzu tief. Hoch. Thank you.
So, mit XNet haben wir jetzt auch gestartet. Dann sind wir schon mal vorbereitet für die Dinger. So, für die Bienennester meine ich natürlich. So, was wollte ich machen? So. Hi. Hallo. Ein wunderschön. Moin. Ich bin gerade live, nur zu deiner Info. Das wird meine Base. Ah, krass. Ich sehe schon, hier ist halt ganz schön was ausgehoben, wa? Ja, jetzt ist nur der Strom leer. Ja. Nee, geht eigentlich auch flott. Ich wollte nur wegen, du hattest mir ja geschrieben, wegen Enderdrache. Genau. Also ich wusste nicht genau, wie ihr das machen wolltet.
also eigentlich wollten wir das auch an einem Tag festhalten, wo wir alle können, so, weil meint ihr ja auch viel auf Vanilla spielen und das für die ja dann auch was Besonderes ist, wie für Leute, die jetzt, wie wir vielleicht schon, keine Ahnung, wesentlich mehr Erfahrung haben und auch jetzt schon den Enderdrachen für manche Gegenstände brauchen. Ich verstehe das schon. Wir also ich brauche nicht den Enderdrachen, ich brauche nur das End. Ja, die Schalkerkisten kann man ja für eine Sache gut gebrauchen und das Ender-Ei kannst du auch für was gebrauchen. Ja, ich will eigentlich nur Bienen holen. Achso. Also deswegen hatte ich gefragt, ob man rein darf, aber nicht den Drachen töten soll. Oder ob man auch sagt, okay, auch das Öffnen des Tors machen wir als Event. Nee, das machen wir als Event. So. Okay, aber ja. Aber ich will mal mit Calvin drüber sprechen, dass wir das vielleicht schon diesmal machen. Ja, kein Stress. Ich wollte es nur wissen. Nicht, dass ich jetzt blöd gesagt schon seit einer Woche ins End könnte, aber die ganze Zeit wartete. Weil ich hatte auch dunkel in Erinnerung, dass irgendwas mit das End wollten wir alle zusammen besuchen war, aber ich wusste halt nicht mehr genau was. Du sag mal, was hast denn du hier unten drin? Wo? In deiner Höhle, ich seh schwarz. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, ich kann es dir nicht sagen. Ich sehe komplett dunkel. Du auch? Nee, ich habe Night Vision. Oh. Okay. Okay. Ups. Ja, das war lustig. Ja, aber ich habe zumindest meine Info bekommen.
Mal gucken, ob er antwortet. Ja, dann haben wir mal den Admin weggeschickt. Oh. Hi! Ja, komm mal hier, ey. Einfach in eine andere Dimension reingekommen, ey. Ja, also dein Achievement sagt auch, du wurdest reingesackt. Oh, okay. Ich kann froh sein, dass ich mein Jetpack voll geladen mit hatte. Ich bin erstmal voll durchgefallen und hab voll Schaden gekriegt. Musste erstmal wieder hier oben auf das Ding ins Hof fliegen. Ist ja geil. Ja, interessant. Ja, habe ich mir auch gedacht. Hier gibt's doch bestimmt irgendwas, was du sonst nirgendwo kriegst. So wie diese Bäume hier zum Beispiel. Ist das eine eigenständige Mod? Kann sein, dass das irgendwie eine eigenständige Mod ist. Wahrscheinlich gibt's ja auch irgendwelche Erze, die du, da will noch jemand da. Voidscape, okay. Voidscape meine ich. Oh, du kannst sogar mit dem Smithing Table da was machen. Hier sind auch die Zombies, die sind so durchsichtig, wenn du da vorne mal guckst. Und die droppen auch so ganz komisch. Und zwar Eternal Essence. Wahrscheinlich kann man da auch wieder irgendwas mitwerfen. Ja, ist ja genial. Ja.
Oh, sorry. Was ist das denn? Oh. Ist ja mal mega interessant. Sehr interessante Region. Ich glaube, ich muss mal mein Jetpack auffüllen. Blaue Schleime? Nabbend. Der Admin hat mir eine Frage beantwortet und dann wurde er ins Void gezogen und ist verschwunden. Und jetzt gucke ich mir das Void an. Moin. Ja, deswegen bin ich auch hier. Wir haben irgendwo da oben einen Teleporter. Nee. Oh, das geht eigentlich. Moment. Okay, der Shader macht ziemlich viel her. Ja, nee, bei mir, ich hab den gerade ausgeschaltet, das ist einfach schwarz geworden. Wie lange ist Cooldown auf den TPA? 15 Minuten. Oh. Warte, ich kann mich aber zurück teleportieren zum Mode. Okay. Warum möchtest du mich? Wieso? Ich weiß nicht, was das für Tiere sind. Achso, das sind Schafe. Achso, der geht. Wow. Also der ist irgendwie mit drei Schlägen kaputt. Achso, nee, ich wollte dir den Teleporter zeigen, dann hast du einen Waystone hier. Ich habe nur mein Jetpack nicht geladen. Dann ist der hier. Dann kann man wenigstens mal zu einer Erkundungstour wieder zurückkommen.
Dann noch viel Spaß, ich bin wieder weg. Ja, der... Ich hatte eine Frage bezüglich dem End und der Admin und ich standen hier unten und haben uns unterhalten und plötzlich war der einfach weg und hat das Achievement bekommen, dass er ins Void gegangen ist und ja, war dann einfach weg. Das war sehr lustig und sehr irritierend. Ja, die wurde vorher schon beantwortet und das hat da alles gepasst. Also meine Antwort habe ich bekommen, aber das war so, es wurde beantwortet und bupp, Admin weg. Ich dachte erst, der wurde vom Bilder gelöscht oder so. Ja, und dann haben wir rausgefunden, es gibt hier eine Mod. Für Void. Das sah sehr cool aus. Es ging eigentlich nur darum, ab wann man ins End rein darf. Nee. Vielleicht wird das dieses Wochenende geöffnet. Weil ich wollte eigentlich nur hin und Bienen holen. So, jetzt mache ich mir die nächsthöhere. Die nächsthöhere. Ja, die nächsthöhere Bienensorte. Nein. Reaktorsorte, so. Frosty Bee. Hier, guck mal, wir könnten hier auch noch eine Obsidian-Bee machen und dann kriegen wir Obsidian. Cinnabar, Zink und Nickel. Mega.
Oh Gott, das dauert ja noch ewig. Okay. Kriege ich denn hier eine Sweet B? Aber wir könnten da ja mal entkunden gehen. Hi. Hallo. Der ist hier draußen, der wird aber wahrscheinlich noch umgebaut. Ach so, kommt noch woanders hin, sagst du? Ja, der kommt nach unten wahrscheinlich. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das... Hier ist erstmal nur alles provisorisch. Ja, ich sehe schon, dass hier noch viel im Garten stehen, ne? Ja, genau. Oh, hier, Mensch, die sind ja... Oh. Und da ist er gegangen. Ups. Habe ich einen von meinen Sniffern getötet. Ich glaube, wir sollten mal die... Ach, wie heißt denn denn gleich noch? Wieso ist da... ich habe keinen Strom mehr. Oder? Hey, ich habe keinen Strom mehr. Wieso lädt er denn immer noch? Jetzt sollte der nicht mehr laden.
Wie nervig. Brechen wir das erstmal ab. So. Torch. Das Viech ist ein Schalt, okay. So. Oh Gott, oh Gott. Hallo. So. Na, wieder zurück? Ja, Mann. Ja, ich hab dir mal Sniffer-Eggs zugeschmissen, vielleicht brauchst du die. Für was auch immer. Nein.